machen weiter mit dem Thema E-Commerce. Es gab auch schon ein paar Fragen dazu. Simone Lehmann, UX-Texterin bei Wix, stellt euch die besten Strategien und Must-Have-Features von Wix vor. Bitte sehr, Simone. Genau, vielen Dank, Kirsten. Hallo allerseits und natürlich auch herzlich willkommen von meiner Seite zu diesem Meetup. Wie Kirsten gerade schon angekündigt hat, werde ich mit euch heute über E-Commerce sprechen und zwar über die Strategien und Must-Have-Features. Egal, ob einige von euch bereits Produkte online verkaufen oder aber ob ihr plant, welche in der Zukunft zu verkaufen. Wir sprechen heute über drei wichtige Strategien und einige Best Practices, die einigen Nutzern von Wix bereits dabei geholfen haben, ein erfolgreiches E-Commerce-Business zu betreiben. Außerdem werde ich auch einige Features vorstellen, die wir im Zusammenhang damit in diesem Jahr released haben. Bevor wir loslegen, sollten wir uns darüber im Klaren sein, was die Ziele eines jeden E-Commerce-Businesses sind. Nämlich, mehr Produkte zu verkaufen und damit gleichzeitig die Einnahmen zu erhöhen. Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es mehrere Dinge, die ihr tun könnt und die sind Gott sei Dank auch noch vollkommen kostenlos. Dazu gehören die Optimierung der Buyer's Journey, das Hinzufügen von Verkaufskanälen für mehr Wachstum und natürlich die Werbung für euer Unternehmen. Betrachten wir also zunächst die erste Strategie, nämlich die Optimierung der Buyer's Journey genauer. Die Buyer's Journey beschreibt übrigens den Weg, den eure Kunden gehen bzw. durchlaufen, bevor sie etwas bei euch einkaufen. Und die ist eben anders als beim Einkaufen im Geschäft, wo eure potenziellen Kunden die Möglichkeit haben, mit euren Produkten zu interagieren, bevor sie diese überhaupt kaufen. Das heißt im Klartext, ihr müsst eure Online-Präsenz so stark wie möglich gestalten, damit eure potenziellen Käufer von Anfang an davon überzeugt sind, was der Wert eures Produktes ist und warum sie diese kaufen sollten. Lasst uns also schauen, wie ihr dies erreichen könnt. Für ein angenehmes und leichtes Einkauferlebnis zu sorgen, ist nicht nur in physischen Geschäften wichtig, sondern auch online. Hier erreicht ihr dieses, indem ihr eure Produktseiten erstellt und die für den Verkauf optimiert. Das heißt, ihr solltet aussagekräftige Bilder verwenden, sowie ein klares und einfaches Layout und Design. Denn nur so erkennen die Kunden den Wert eurer Produkte. Die Produktseite ist der Ort, an dem der Artikel, den ihr verkauft, im Zentrum steht. Zeigt eure Produkte also auf mehreren Bildern aus verschiedenen Perspektiven und nutzt alle Bearbeitungs- und Designfunktionen, die wir euch bieten, damit eure Kunden sehen können, wie eure Produkte in der Wirklichkeit aussehen würden. Hier auf den Slides seht ihr zwei Beispiele für besonders gute Produktseiten. Auf der linken Seite seht ihr ein Unternehmen, das Branntweine aus Kalifornien verkauft. Das Besondere an diesen Flaschen sind die einzigartig designten Labels. Und die werden, wie ihr seht, auf dieser Produktseite perfekt hervorgehoben. Neben einem sehr einfachen Seitenlayout ist eine Best Practice also auch, einen gut sichtbaren Call to Action zu verwenden und Ablenkungen auf der Seite so gut es geht zu vermeiden. Dann können sich eure Kunden darauf konzentrieren, den Kauf abzuschließen. Auf der rechten Seite seht ihr die Produktseite eines Unternehmens, das Kunstdrucke, gemusterte Tapeten und Stickerpakete verkauft. Auch in diesem Shop stehen die Designs im Vordergrund. Kunden können die Kunstwerke aus der Nähe betrachten, ausprobieren, wie sie in verschiedenen Rahmen aussehen und verschiedene Werke miteinander kombinieren. Außerdem sehen sie die exakte Größe der Drucke. Wichtig beim Verkauf online ist natürlich nicht nur, wie ihr eure Produkte präsentiert, sondern auch, wie eure Kunden dafür bezahlen können. Die Zahlungsoption jetzt kaufen, später bezahlen ermöglicht es Kunden über PayPal oder über Klarna ein Produkt zu kaufen, aber erst später dann dafür zu bezahlen. Diese Option animiert Kunden eher, einen Kauf zu tätigen, da das Produkt einfach erschwinglicher wirkt. Die Jetzt-Kaufen-Später-Bezahlen-Methode zählt übrigens zu den beliebtesten Zahlungsmethoden, vor allem unter jüngeren Menschen. Wir haben herausgefunden, dass Online-Shops, die mit Wix Stores erstellt wurden und diese Option nutzen, ihre Verkäufe bei hohen Beträgen übrigens um 25% steigern konnten. Unser App-Markt bietet auch viele Apps, mit denen ihr neue Kunden anziehen könnt und eure Conversions steigern könnt. Hier seht ihr das Beispiel einer Produktseite, auf der die App Kudobus integriert wurde. Mit dieser App könnt ihr die Erfahrungsberichte eurer Kunden mit euren Produkten anzeigen.
Das schafft dann wiederum Vertrauen bei neuen potenziellen Kunden. Kunden, die ihre Erfahrungsberichte teilen, könnt ihr außerdem Belohnungen für ihre Bewertungen und Kundentreue anbieten. Ihr kennt bestimmt alle das enttäuschende Gefühl, wenn ihr einen tollen Artikel auf einer Website gefunden habt, draufklickt und dann seht, dass er leider nicht mehr vorrätig ist. Eine super Lösung dafür sind die Wiederverfügbar-Benachrichtigungen, mit denen sich eure Kunden benachrichtigen lassen können, wenn die Produkte wieder verfügbar werden. Und ihr selbst könnt Daten darüber erheben, welche Produkte am gefragtesten sind. So könnt ihr dann euren Warennachschub besser planen und auch verlorene Verkäufe zurückgewinnen, sobald die Produkte wieder vorrätig werden. Eine weitere Best Practice ist es übrigens, auf eurer Website anzuzeigen, sobald der Bestand eines Produktes geringer wird und unter 10 Artikel fällt. Das erzeugt bei euren Kunden eine Art Handlungsdruck, eine FOMO, und animiert sie, den Kauf abzuschließen, um zu vermeiden, dass sie etwas Wichtiges verpassen. Falls ihr die Einführung eines neuen Produktes plant, möchte ich euch sehr unsere Vorbestellungsfunktion ans Herz legen. Mit dieser könnt ihr einen Hype um eure neuen Produkte erzeugen und außerdem es euren Käufern ermöglichen, bald erhältliche und wiederverfügbare Produkte vorzubestellen. Das heißt, ihr könnt weiterverkaufen, während ihr eure Produkte im Hintergrund nachbestellt und ihr vermeidet damit Umsatzausfälle. Abschließend zu diesem Punkt möchte ich euch noch auf unsere neuen Produktgalerie-Einstellungen hinweisen, dank deren ihr jetzt erweiterte Designmöglichkeiten für eure Produktseiten habt. Ihr könnt jetzt nämlich das Layout eurer Galerie anpassen, eure Banner personalisieren, den Eckenradius in der Farbauswahl bestimmen, den in den Warenkorb-Button anpassen und ganz wichtig, die Einstellungen für Mobilgeräte anpassen, damit euer Online-Shop auch dort perfekt angezeigt wird. Außerdem können eure Kunden so Produkte zum Warenkorb hinzufügen, ohne dass sie die Produktgalerie verlassen müssen. Nicht nur die Produktseite, sondern natürlich auch der Warenkorb und der Bezahlvorgang kann als Teil der Buyer's Journey optimiert werden. Wenn Käufer einen komplizierten Bezahlvorgang durchlaufen müssen, ist es wahrscheinlich, dass sie frustriert aufgeben, bevor sie überhaupt etwas gekauft haben. Das heißt, es ist wichtig, dass ihr euren Bezahlvorgang so einfach wie möglich gestaltet und so, dass er einfach nur wenige Schritte beinhaltet, die ein Kunde ausführen muss, bevor er etwas kaufen kann. Außerdem solltet ihr eure Buttons groß machen, eure Texte kurz halten und alle unnötigen Eingabefelder auf der Seite entfernen. Versucht es außerdem zu vermeiden, eure Käufer im Bezahlvorgang plötzlich mit unerwarteten Gebühren, wie zum Beispiel Steuern oder Versand, die dann plötzlich zum Preis dazukommen, zu überraschen. Denn das schreckt potenzielle Kunden ab und verhindert natürlich auch, dass sie euch vertrauen. Das heißt, es ist eine weitere Best Practice, eure Website sowie eure Produktdetails und Preise von Anfang an so transparent und aussagekräftig wie möglich zu gestalten. Und das ist in den meisten Fällen übrigens auch vom deutschen Gesetz so verlangt. Lasst uns nun über Zahlungen sprechen. Denn Online-Shops mit 3 oder mehr Zahlungsmethoden haben durchschnittlich 39% höhere Einnahmen. Allerdings geht es natürlich nicht nur um die Anzahl eurer Zahlungsmethoden und dass ihr möglichst viele anbietet, sondern darum, für eure Zielgruppe relevante Zahlungsmethoden anzubieten und euch dann auf diese speziell zu konzentrieren. So verhindert ihr es, dass ihr Kunden einfach dadurch verliert, dass sie schlichtweg nicht bei euch bezahlen können. Wix bietet übrigens auch eine Lösung für Verkäufe, die ihr offline getätigt habt. Also zum Beispiel, wenn ihr etwas am Telefon verkauft habt oder auf einem Markt, einem Flohmarkt oder ähnliches. Ihr habt die Möglichkeit, eine Bestellung manuell einzutragen. Und das ermöglicht euch dann, eure Offline-Verkäufe trotzdem in eurer Verwaltung von Wix zu managen. Jetzt, wo eure Kunden also ihre Bestellungen aufgegeben haben, geht es darum, die verkauften Produkte so effizient wie möglich an ihren Zielort zu bringen. Versand und Lieferung sind auch eine Herausforderung im E-Commerce. Sehen wir uns also die Lösungen an, die wir für eine optimierte Buyer's Journey anbieten. Hier kommen also unsere Top-Features für effizientere Lieferungen. Das ist zum einen die App SendCloud. Dass Versand und Fulfillment ein komplexer Vorgang sind, wissen bestimmt diejenigen von euch, die schon Produkte verkaufen. Dank der App SendCloud wird dieser Vorgang jetzt jedoch viel leichter. SendCloud ermöglicht es euch, eure Lieblingsdienstleister zu verbinden.
Und so könnt ihr eure Produkte effizienter weltweit versenden und außerdem Verpackung, Versand und den Rücksendevorgang automatisieren. Ein weiteres Top-Feature ist Shippo. Über das hat Elena vorhin in ihrer Präsentation schon geredet. Ihr könnt diese Multi-Carrier-Versandlösung dafür nutzen, Versandetikette zu kaufen und auszudrucken. Außerdem könnt ihr in den Einstellungen jetzt lokale Liefergebiete einrichten. Und diese Funktion ermöglicht es euch zum Beispiel, viele verschiedene Liefergebiete zu managen und zum Beispiel für speziell eure Region auch eine persönliche Zustellung anzubieten. Außerdem verschiedene Tarife für verschiedene Gebiete festzulegen und euren Kunden die exakten Kosten für den Versand basierend auf deren Adresse anzuzeigen. Die Funktion der geplanten Lieferung ermöglicht es euch, die Versandeinstellungen für alle Gebiete, die für lokale Lieferungen relevant sind, zu spezifizieren. Ihr könnt auch einen Annahmeschluss für Lieferungen am selben Tag und mehrere weitere Zeitfenster festlegen. So kann dann euer Lieferteam effizienter arbeiten und eure Kunden wissen genau, wann sie mit ihrer Bestellung rechnen können. Kommen wir nun zur zweiten Strategie, die ich heute mit euch besprechen möchte, nämlich wie ihr mehr Kunden erreichen könnt, indem ihr mehrere Verkaufskanäle nutzt und damit eure Einnahmen erhöht. Verkaufskanäle sind Plattformen oder Marktplätze, auf denen ihr eure Produkte verkaufen könnt. Je mehr Kanäle ihr zum Verkauf nutzt, und zwar vor allem solche, die eure Kunden jeden Tag nutzen, umso mehr könnt ihr euer Unternehmen ausbauen. Zusätzliche Verkaufskanäle können basierend auf unseren Daten, nämlich die Einnahmen eines Shops, um 21% erhöhen. Neben eurem Online-Shop zählen zu euren Verkaufskanälen auch die Branded-App und die Wix-Owner-App. Die könnt ihr ganz einfach mit Wix erstellen und dann mit eurem Online-Shop synchronisieren. Außerdem könnt ihr Social Media nutzen. Das könnt ihr dafür nutzen, dass ihr euch mit euren Kunden verbindet und die bieten euch außerdem Tools, Produkte direkt in Beiträgen zu taggen. Außerdem könnt ihr Online-Marktplätze verwenden. Und die geben euch einen Zugang zu einer enormen Zahl von Käufern, die sowieso bereits aktiv auf der Suche nach Kaufgelegenheiten sind. Zu den beliebtesten Marktplätzen gehören Instagram, Facebook, eBay und Amazon. Kommen wir nun zur dritten Strategie für ein erfolgreiches E-Com-Business, nämlich wie ihr euer Unternehmen am besten promoten könnt. Neben Marketing-E-Mails und Beiträgen auf Social Media bietet Wix Stores viele zusätzliche Funktionen, um euren Kunden Angebote anzubieten und so die Interaktion mit eurer Website zu erhöhen. Seit kurzer Zeit könnt ihr zum Beispiel Geschenkkarten für euren Shop anbieten. Die sind an das Design eurer Marke angepasst und die ermöglichen es euren Kunden, eine persönliche Nachricht hinzuzufügen, das Versanddatum der Geschenkkarte festzulegen und den Empfänger auszuwählen. Oder ihr könnt Gutscheine anbieten und so die Markentreue sowie die Umsätze erhöhen. Gutscheine sind eine gute Verkaufsstrategie, die ihr in Pop-ups oder im E-Mail-Marketing platzieren und verwenden könnt. Die Verwendung von Gutscheinen in Wix Stores kann die jährlichen Verkäufe um bis zu 126% steigern. Ihr könnt außerdem Regeln für Rabatte erstellen, die ohne Gutscheincode automatisch am Warenkorb oder bei der Bezahlung angewendet werden können. Zu diesen Regeln gehört zum Beispiel, dass ihr entscheiden könnt, ob Rabatte auf mehrere Kollektionen und Produkte angewendet werden sollen oder dass Rabatte dann nur angewendet werden, wenn eine bestimmte Mindestbestellmenge erreicht wird und ihr könnt das Datum, Start und Endzeit einrichten. Kommen wir noch kurz zum Thema Kaufabbrüche. Kaufabbrüche treten dann auf, wenn ein Kunde ein Produkt in den Warenkorb legt, aber den Kauf am Ende nicht abschließt. Eine Best Practice ist es hier, euren Kunden automatisch eine persönliche E-Mail zu schicken und die ein Bild und einen direkten Link zum Warenkorb beinhaltet. Abschließend, Elena hat es auch schon erwähnt vorhin, möchte ich noch kurz auf die Treueprogramme hinweisen. Die helfen euch dabei, die Markentreue und die Kundenbindung zu erhöhen. Treueprogramme, wie gesagt, Elena hat das schon erwähnt, ermöglicht es Kunden, Punkte zu sammeln, indem sie bestimmte Aktionen durchführen und diese dann einzulösen und Rabatte, Belohnungen oder Ähnliches zu erhalten.
Abschließend lässt sich sagen, dass das Feld des E-Commerce sich ständig weiterentwickelt und verändert. Letztendlich ist der Weg zum Erfolg im E-Commerce voller Hindernisse und Herausforderungen, über die wir heute auch gesprochen haben. Wenn sich das Bedürfnis des Marktes und eures Unternehmens ändert, müsst ihr eure Strategie natürlich überdenken und gegebenenfalls auch über neue Taktiken nachdenken. Die von mir vorgestellten Strategien werden euch jedoch bestimmt beim Aufbau eures Unternehmens weiterhelfen können. Ansonsten bietet Wix euch auch noch einige wertvolle Ressourcen, auf die ihr jederzeit zugreifen könnt. Zu diesen gehört unser E-Commerce-Blog, der ist allerdings momentan nur auf Englisch verfügbar, oder Wix Learn zum Beispiel, wo ihr Videokurse über die Funktionen von E-Commerce finden könnt. Und außerdem natürlich unser Hilfecenter und unser Support-Team, das euch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht. Und diese Ressourcen schicken wir euch übrigens auch am Ende der Präsentation zu. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich weiß, es war eine Menge Informationen, eine Menge Features. Vielen Dank und zurück an dich, Kirsten. Die erste Frage geht um Geschenkkarten. Was passiert, wenn der Bestellwert geringer ist als der Wert der Karte? Also wenn die Gesamtsumme des Einkaufs niedriger ist als der Wert der Geschenkkarte, dann kann natürlich der restliche Betrag später für zukünftige Einkäufe irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt verwendet werden. Das heißt also konkret, wenn ein Kunde eine Geschenkkarte zum Beispiel im Wert von 100 Euro hat, aber dann bei seinem Einkauf nur 25 Euro ausgibt, dass er mit derselben Geschenkkarte später zu einem späteren Zeitpunkt die anderen 75 Euro ausgeben kann. Super, vielen Dank. Die zweite Frage auch zum Thema Geschenkkarten. Wie werden die Verkäufe von Geschenkkarten in Wix Analytics berechnet? So, zum Tracken von Einnahmen mit Wix Analytics wird der ursprüngliche Verkauf der Geschenkkarte als Einnahme kalkuliert. Das heißt also, dass später, wenn dann die Karte eingelöst wird, der Verkauf von dieser nicht als Einnahme berechnet wird. Das heißt, als Beispiel, wenn du im Januar eine Geschenkkarte im Wert von 100 Euro verkaufst, dann werden diese 100 Euro zu deinen Januar-Einnahmen hinzugezählt. Wenn dann diese Karte im Juni eingelöst wird, zählt sie da aber nicht zu den Einnahmen.